Auch bei den nächsten News handelt es sich um einen Altfund, der bereits 1907 gefunden wurde, der jetzt neu untersucht werden konnte. Und ja, dabei wurde einiges festgestellt. Und zwar, dass bereits die Neandertaler einen Mehrkomponentenkleber herstellen konnten. Das Ganze hat sich in Frankreich abgespielt, und zwar an dem Felsüberhang von Le Moustier. Dort wurde eben 1907 ausgegraben und in diesen oberen Schichten, die man dort untersucht hatte, hat man Steinwerkzeuge gefunden. Diese Schicht datiert grob vor 120.000 Jahre bis vor 40.000 Jahren. Und ja, das ist die Zeit des Neandertalers. Man geht ganz stark davon aus, dass diese Funde den Neandertalern zuzuordnen sind. Hundertprozentig sicher ist man sich nicht, muss auch erwähnt werden, aber es ist wohl sehr offensichtlich, dass das von Neandertalern gefertigt wurde. Und das Interessante ist jetzt eben, dass an den Steinwerkzeugen Reste von Bitumen und Ocker sind.